Ja. Da gibt's auch noch einer. Ey, das ist doch ätzend. Ganz ernsthaft. Mann. Das geht mir echt an die Nieren. Der Tiger hat ja schon vieles gemacht gehabt, aber er hat leider noch nicht alles gemacht. So, ich versuche jetzt mal so dicht wie möglich ranzukommen, wo wir den Tiger noch mit einem Pfeil befreien können. So, zack, zack. Zack, 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 zack. Ich sehe bloß einen Verteidigungstypen, aber den hatten wir doch mit einer Granate ausgeschalten gehabt. Oh ja. So. Das wäre schon mal ein guter Anfang. Heilige Scheiße! Ach, fuck. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir dich haben. Nein, 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 was schon? Oh nein. Oh nein. Gott, ey. Oh, scheiße. Das war knapp. So, okay. Jetzt werde ich mir auf alle Fälle noch einiges an Pfeilen besorgen. Oh, ein weißes Blatt. Dass wir wirklich in den... im Modus Rambo wirklich alles ausschalten können. So. So eine Mistkrücken an Laptops. Gibt es hier keinen neumodischen? Nee. Gut. Also, Munition, Pfeile. Super Sache. Und Spritze in den Arm gejagt. Geile Sache. Fühlt man sich frisch und lebendig. Das ist echt geil, dass man hier einfach von Punkt zu Punkt springen kann. Machen wir es doch weiter. So, da können wir uns nämlich dann noch den einen Leuchtturm holen. Ich sag Leuchtturm einfach dazu. Funkturm. Dann einfach mal zu schauen, wie viel wir damit auf der Karte freidecken. Die Orchideen blühen. Naja, das ist mir egal, ob die Orchideen blühen. Oder war das eine Anspielung, als das Lied sagt mir, wo die Blumen blühen? Wo sind sie geblieben? Na? Wer kennt's noch von euch? Das ist jetzt die Frage. Rüsten
Köcher haben wir noch nicht, oder? Ich bezweifle es. Herstellung. Pfeile, Pfeilköcher erweitert. Oh, da brauche ich den des menschenfressenden Hais. Ich frage mich immer noch ein bisschen, wieso man eigentlich alles an Zeug. Ich bräuchte ein Flächenbombardement über die ganze Insel. Mit der Einstellung verbrennst du dir bloß die Finger. Kann man mal machen. Ich frag mich nur, wieso man eigentlich alle Köcher nach und nach durchhämmern musste. Denn ich würde das eher einsehen. Wenn man nur den letzten sich produzieren müsste. Ich wollte jetzt eigentlich das Pistolen-Takedown machen. Rück hervor! Holt der Geier! So, auf der 2 habe ich meine Pistole. Zack. Wunderbar. Ich muss doch eigentlich. Den einen Pfeil habe ich hier vorbeigeschossen gehabt. Ach, da ist er. Hallo. So, da habe ich auch meine 20 Pfeile wieder zusammen. La 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 la. Hier geht's hoch. Mal ein anderer Anstieg. Hüpp! So. Das, was ich sagen wollte zu den Taschen. Und zwar, wenn ich doch wüsste, dass ich die Tasche, die ich gerade baue, dass das eine der kleinen ist, wieso baue ich sie denn überhaupt? Eigentlich könnten sie doch dann mir gleich sagen, pass auf, du brauchst das, um die größte Tasche zu bauen, dann kann man doch direkt danach suchen. Und nur wenn man die Tasche, nur wenn man alternativ noch ein paar mittlere Taschen braucht, dann hätte man die doch einfügen können, oder? Dann hätte man sie sich gebraucht. Wenn man sagt, oh, ich bräuchte aber trotzdem schon mal ein bisschen was an mehr Munition. Oh, 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 oh. Ach hier. So. Aber man hätte natürlich auch mit zwei Waffen durch die Gegend laufen können. Ist auch nicht so das Problem. Ja, ich komme jetzt hier gerade nicht so ganz nach, wo wir jetzt genau hin müssen. Hier sind wir rumgegangen. Da bin ich rübergesprungen. Muss jetzt nicht. Nee, das kann nicht sein. Muss ich jetzt da runter? Mann, Mann, die Singer werden ja immer verzwickter. So. Kopf. Und ab. Also zu den einzigartigen Waffen nochmal, um ein bisschen rumzuspoilern. Jeder, der es nicht hören möchte, der könnt ihr jetzt mal kurz auf Mute stellen. Und zwar läuft das wie voll. Oh ja, die B.
P416, die Z390. Das läuft wie folgt. Ich werde jetzt erstmal in welche Richtung müssen wir gehen. Ah, okay. So. Allein für die Relikte bekommt man ein paar Waffen. Und zwar bei 10 Stück bekommt man eine einzigartige Schrotflinte. Bei 20 bekommt man das einzigartige Scharfschützengewehr. So, wie viele Relikte haben wir jetzt gerade? Gesamt 6 von 120. Bei 20 auf alle Fälle bekommt man das Scharfschützengewehr. Das ist mit panzerbrechender Munition, ohne Schalldämpfer, ein bisschen erweitertes Magazin, eine Hightech-Visier und so weiter und so fort. Sehr empfehlenswert. Aber ist halt nicht so das, was wir jetzt unbedingt benötigen, um weiter im Spiel voranzukommen. Ja, kann man nehmen, braucht man nicht unbedingt. Also ich finde, das sind nette Gimmicks mit diesen Waffen. Aber... ey, wir haben den Wingsuit wirklich noch an. Da stand gerade Wingsuit. Toll, dass es mir jetzt erst auffällt. Dass die Programmierer das so gemacht haben, dass man auch relativ schnell die Waffe bekommt und nicht erst, wenn man 120 von 120 Relikten abgesammelt hat, dass man dann was bekommt. So, da wäre nämlich auch eins. Vielleicht kann ich euch die Schrotflinte da noch zeigen. Ab jetzt nur noch Skiurlaub. Heilige Scheiße! Naja, das lief ja auch wieder mal scheiße. Du bist nicht anders von Meltas zu erwarten war. Sind in 30 Sekunden da. Guck mal lieber nochmal hier um die... Wir kommen von Süden. Die Ecke. Zacka, 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 zacka. Alter. Hey, machst du das schon lange? Noch nicht so lange. Mach ich eigentlich bloß nicht. Haha. Abschott! Fuck! Lalala! Oh, ja, hier. Oh, da waren auch ein paar Kratzer, die verbinden wir gleich mal. Oh, hier brennt's. Der verträgt, also. Ich hätte doch noch die Leuchtpistole mitnehmen sollen, oder? Ey, wie lange der standhält. Ist ja mal echt atemberaubend.